Ich heiße Sophia und ich habe ein ziemlich großes Medienarchiv. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich die ganzen Daten archiviere und organisiere und manage, damit ich da schnell drankomme und immer weiß, wo was ist. Ich habe das ganze Datenproblem bei mir mit Open Source Software gelöst. Und mir war es halt wichtig, dass es kompatibel ist, hohe Verfügbarkeit und hohe Datensicherheit. Quasi ein minimalistisches Datenarchiv mit vielen Daten. Infos über das Medienarchiv, Datenschubsen und Arbeiten mit deinen Daten. Ich glaube, ich sollte jetzt mal zur Bildschirmaufnahme wechseln, weil das sieht ja furchtbar aus. Ich wollte im Prinzip folgendes System haben. Hier oben habe ich eine Suchzeile, da gebe ich zum Beispiel einen Begriff ein. Dann kann ich das Ganze noch verknüpfen mit und oder. Oder zum Beispiel hier Posaune und Sophia. Präsentiert er mir hier einige Clips, aus denen ich wählen kann. Zurzeit nach Namen sortiert, was bei meiner Dateinamennennung gleichzeitig bedeutet, dass es auch nach Zeit geordnet ist. Die meisten Dateien haben natürlich irgendeinen Timecode geändert als Feature mit abgespeichert, aber zum Beispiel bei den Dateien sieht man, stimmt nicht überein. Das ist wahrscheinlich hier das Datum, wo die Filmclips gespeichert wurden das erste Mal. Bevor ich auf weitere Suchfeatures eingehe hier, kurz in meiner Datenbenennung. Ich brauche 4 Zeichen fürs Jahr, weil ich auch aus dem Jahr 1900 Videoclips habe. Monat, Tag. Um es noch übersichtlicher zu machen, kann man danach mal einen Underscore machen. Stunde, Minute, Sekunde. Ich habe gehört, wenn man auf Leerzeichen verzichtet, dann ist es noch kompatibler mit mehr Systemen auf der Welt. Wenn es beim eigenen System keine Probleme damit gibt, kann man aber natürlich auch Leerzeichen verwenden. When you use underscores between each word, your files can be read by 98% of all the computers used today. Spaces, slashes, pound signs, they're not readable. When you use the same naming layout for all your work, you will find it makes finding your files and drives much easier. Damit fängt jede Datei an. Mit einem Zahlencode, der das Aufnahmedatum beschreibt. Und den Rest fülle ich mit Informationen zum Inhalt auf. Zum Beispiel Personen, die drin vorkommen. Besondere Gegenstände, die drin vorkommen, die schon auf die Aktion hinweisen oder auch Orte, Gemütszustände, sonstige Beschreibungen, was auch immer. Ich verwende halt bestimmte Keywords, wo ich mir denke, die könnte ich eventuell später nochmal suchen für ein Video. Dann läuft das. Ich mache jetzt hier weder Leerzeichen noch Underscores rein. Wenn der Dateiname zu lang ist, dann kann es Probleme geben. Beim Import in deine Bearbeitungssoftware oder auch einfach nur beim Kopieren, Ausschneiden oder Löschen der Datei, wenn der Dateiname zu lang ist. Super übersichtlich. Maximale Anzahl an Zeichen in einem Dateinamen, NTFS, das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Mit sowas hier hatte ich noch nie Probleme. Höchstens mal mit irgendwelchen Systemdateien, die ganz lange Zahlenkombinationen als Dateinamen haben. Mit sowas hatte ich Probleme. Und dann sollte man zusätzlich noch darauf achten, dass man die Datei nicht in endlos lange Ordnerstrukturen packt, weil das zählt dann alles damit hinzu zu den Zeichen, zu den erlaubten Zeichen. Da gibt es zwar softwaremäßig und toolmäßig auch noch ein paar Tricks, wie man das umgehen kann, aber fürs Archiv würde ich darauf lieber verzichten. Weil zusätzlich zu diesem Dateinamen solltest du immer ein super Gedächtnis haben. Ein super szenisches Gedächtnis, wo du dir alle deine Clips, alle deine Daten, die du mal irgendwann gesammelt oder gesehen oder aufgenommen hast, merkst und dann bei Bedarf gezielt suchen kannst. Alles im Quantenarchiv wird in Stasis versetzt. Ein Programm sieht ab hier Privatsphäre für Sie vor. Wenn Sie mich brauchen, sagen Sie einfach Index. Index. Identifiziere das Gemälde. Artikel 227.67. Archiv von Jean-Luc Picard. Admiral außer Dienst. Öl auf Leinwand gemalt von Commander Data. Ungefähr 2369. Eines von 2 Exemplaren. Er hat es Ihnen auf der Enterprise geschenkt. Prüf die Aufzeichnung. Dieses Gemälde hat einen Titel. Rufe Datenbank ab. Dieses Gemälde trägt den Titel Tochter. Zuschauerfrage. Weiterer kollektiver Suchauftrag an die aktuellen Zuschauer, denn Fragen an Experten ist immer besser als textbasierte Keyword-Suche an korrupte Suchmaschinen. Nennt mir doch mal bitte weitere Star Trek-Szenen mit Episodenangabe, in denen weitere lustige Suchaufträge an den Computer drin vorkommen. Perhaps a professor could use your computer. Please. Computer? Computer. Ah. Hello, computer. Just use the keyboard. The keyboard. How quaint. Ach, kommt schon. Einer von euch weiß es doch. Hübsch gesagt, nur
Hat das nichts mit der Frage zu tun? Das Programm, was ich da benutze, nennt sich Everything Lizenz. Das ist eine Art Open Source Lizenz. Und ich finde diese Suchmaschine besser als den normalen Windows Browser Suchdienst, den es so gibt. Wenn du das mit der normalen Windows Suche machen willst. Ja, wenn ich jetzt hier Posaune und Sophia Art Video eintippe, findet der mir hier weniger als jetzt die Suchmaschine hier. Man könnte zum Beispiel auch ein Sternchen vorschreiben, dann findet der mehr, weil das Sternchen immer so ein Platzhalter ist für alles Mögliche. Fazit, mit der Windows-Suche bin ich nicht klargekommen. Entweder findet zu wenig oder findet viel zu viel. Deswegen bevorzuge ich dieses Everything. Hier kannst du zum Beispiel noch erweiterte Suche, zum Beispiel hier diese ganzen Verknüpfungen und oder ohne genau. Das kann man hier noch genauer drin spezifizieren. Wort oder Wortfolge. Hier habe ich jetzt zum Beispiel das Wort Äpfel gesucht. Ein Ä interpretiert er dann auch gerne als A einfach nur. Also er findet Wörter mit Ä oder A statt des Äs. Wenn ich jetzt AE eintippe, könnte ich auch AE findet er nicht. So viel zu deutschen Sonderzeichen. Hier oben könnte ich übrigens noch mehr Attribute anzeigen lassen, wenn ich das wollte. All das, was auch in der Windows-Suche funktioniert. Oh, in der Windows-Suche kann ich noch viel mehr anzeigen lassen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, also am Anfang habe ich nach einer Art Datenbank-Software gesucht, wo ich dann für jeden Clip nochmal gesondert Attribute oder Inhaltsbeschreibungen reinschreiben kann, damit ich nicht diese langen Dateinamen habe, aber das habe ich dann aufgegeben. Habe ich mir gedacht, ein paar Jahren ist das eh nicht mehr aktuell und das kann ich dann über einen längeren Zeitraum nutzen. Das wird auch nicht ewig gehen, aber lang genug. Beim Suchen kann ich hier übrigens auch auswählen zwischen allen Dateien, Audio, Archive, Dokumente, ausführbare Dateien, Ordner, Bilder, Videos. Bei der Bildersuche gibt es übrigens auch extra große Symbolansicht. Das erleichtert das Finden, genau wie beim Windows Explorer. Sehr schön. Sophia beim Kabelfressen oder Sophia auf der Toilette. Guten Tag, heute filmen wir Sophia beim Fahren. Wir haben noch andere Videos wie Sophia unter der Dusche. Was in aller Welt du eigentlich mit deinem Leben machst. Und Sophia auf der Toilette. Sophia bereitet sich hier vor. Ja, ich muss mich konzentrieren. Konzentrier dich, Sophia. Sophia auf der Toilette gibt's tatsächlich. Das bringt mich jetzt auf eine Idee, kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber vielleicht wird's auch ganz witzig. An die 5 Leute, die hier Kommentare schreiben, gebt mir doch mal ein paar kreative Stichworte für meine Archivsuchmaschine. Dann mache ich daraus mal ein Filmchen oder sowas. Aber bitte nichts Schweinisches. Da habe ich nämlich nur Meerschweinchen-Fotos. Ein Film voller Meerschweinchen. Import-Software hat häufig so Import-Einstellungen, wo man die importierten Mediendateien nach Aufnahmedatum in Ordnern sortieren kann. Los geht's, importieren. Das kann jetzt erstmal eine Weile dauern. Blub, da sind schon neue Daten mit Zahlencode am Anfang. Ich überspiele mir die, dann schaue ich die mir alle an. Dann gehe ich die alle kurz durch und benenne die kurz. Und dann kopiere ich die in meinen entsprechenden Hauptsicherungsordner und dann auch in den Backup-Ordner, der sich auf einer anderen Festplatte befindet. Wobei ich mittlerweile auch sehr sparsam umgehe. Ich halte nichts von sehr hochauflösenden Aufnahmen, die einfach nur die Festplatte vollmüllen. Ist natürlich viel schöner als alte Hi8-Aufnahmen, aber ich finde, das Beste an Aufnahmen ist immer noch der Inhalt. Hohe Auflösung, gute Belichtung, guter Steady-Shot ist natürlich auch wichtig. Aber ich schaue mir das dann auch nicht an, wenn es da nichts, keine Action gibt. Action, Witz muss schon sein, weil sonst wird's langweilig für mich. Tada! Eine Datei mit super Dateinamen und eine Menge Metadaten mit noch weiteren Informationen. Damit kann man arbeiten. Gehen wir nochmal ins Filmarchiv. Die Ordner habe ich nur benannt nach Jahr, Monat, Tag, Leerzeichen und einer kurzen Beschreibung. Das hier sind übrigens Dateien, die die Filmschneidesoftware produziert, wenn ich die Clips mal irgendwann in eine Timeline gezogen habe. Und fürs Datenbenennen und Backuppen habe ich auch ein anderes Tool. Dafür habe ich ein Synchronisations- und Backup-Tool namens PureSync. Ich habe noch sowas gezielt im Internet gesucht, habe einige ausprobiert, wo es möglich ist, das kostenlos mal zu testen und habe mich dann für dieses hier entschieden. Und was ich immer sehr sympathisch finde bei so Entwicklertools, spenden. Soll heißen, ich kann es nutzen und dann kann ich nochmal 5 Euro spenden. Irgendwann in einigen 10 Jahren, 100 Jahren, 1000 Jahren wird es eh alles verloren sein, das sehe ich ein. Aber jetzt für meine Zwecke, für mein persönliches Leben reicht mir das erstmal. Erst die Vergänglichkeit verleiht dem Leben so etwas wie Bedeutung, Captain. Frieden, Liebe, Freundschaft, alles dies ist so kostbar, weil wir wissen, dass nichts davon ewig währt. So, PureSync, Backup, neue Synchronisation.
Hier kann ich einzelne Ordner oder einzelne Festplatten festlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was backuppen will, wo ich immer dran am Arbeiten bin, dann kann ich auch angeben, dass die Dateien im Ordner 2 dann gelöscht werden sollen, die auch in Ordner 1 gelöscht wurden. Also wenn ich jetzt bei mir im Ordner 1 alles umbenenne, dann ist das auf Ordner 2 nicht gedoppelt, sondern der löscht das dann in Ordner 2 und in Ordner 2 ist das quasi gespiegelt, was in Ordner 1 alles mal geändert wurde. Sowas habe ich gebraucht, habe ich jetzt, super. Kurz zu Festplatten und Datenspeicherung. Data Storage Systems. Last but not least, I like to take a screenshot of what's on the hard drive, so that there is a way to identify the material on the drive later. Ich habe zwar keinen Screenshot, aber eine schicke Excel-Tabelle. Wer hat's gedacht? Also ein bisschen farbkodiert auch, damit ich weiß, wo ich was gebackupt habe. Zurzeit habe ich sage und schreibe nur 11 Festplatten. Die grün markierten sind dabei diese dünnen, portablen, halbmodernen Festplatten. Und die gelben, da sind so richtig alte Türme. Die älteste dürfte jetzt an die 13 Jahre alt sein und funktioniert immer noch. Die meisten sind NTFS. Eine ist FAT32. Ich hatte mal so einen ganz alten Apple-Laptop. Und ganz neu ExFAT. Mal sehen, wie lange das hält. Und ja, ich weiß, es gibt so hybride, sich selbst spiegelnde Mirror-Speicherserver zu kaufen mit Kapazitäten im zweistelligen Terabyte-Bereich. Wollte ich mir schon vor Jahren zulegen, durfte ich aber nicht. Darf ich immer noch nicht und deswegen muss ich mit dem klarkommen, was ich habe. Aber vielleicht ist das ja eine Idee für den einen oder anderen. Aber wie gesagt, es gibt Software, mit der man auch so per Hand quasi seine individuellen externen Festplatten spiegeln kann. Du kannst also erstmal ganz unbesorgt dein Datenarchiv aufbauen und schön benennen in Ordner 1. Und wenn du das dann spiegelst, sind sowas wie verschobene Dateien und Dateienumbenennungen kein Problem mehr. Auch praktisch, wenn du in Ordner 1 ganz viel arbeitest, Filme schneidest und all sowas. Auch da ist Spiegeln ganz hilfreich. Wenn du im Windows Explorer mehrere Dateien auf einmal umbenennen willst, dann Steuerung gedrückt halten, markieren, F2, umbenennen, okay, geht auch. Aber die Originalbezeichnung von den Dateien, die ist dann auch direkt weg. Und das bewahre ich mir am liebsten immer mit auf in dem Titel der Datei. Für den Fall, dass ich mal zurückverfolgen will, wie die Datei original hieß. Ist schon öfters vorgekommen, deswegen bleibt das so. Kann ich natürlich so machen, ne? Das Anfangsdatum einfügen muss ich dann aber machen, bevor ich die ganzen einzelnen Details in den Namen geschrieben habe. Weil die werden dann weg. Oder halt gleich. Keywords, die immer gleich sind für alle Dateien, kann ich natürlich dann schon mal hinschreiben. Dann spare ich mir das. Und dann kann ich hier noch einzeln hinzufügen. Da bin ich drauf. Hier ist zum Beispiel nur die Eintrittskarte drauf. Das sind so Tricks, um das Benennen zu beschleunigen. Mit dem Windows Explorer. Eine Softwarelösung für schnelle und einfache Umbenennen von Dateien und Ordnern ist der Rename-Experte. Hier habe ich meine 4 Dateien, die ich umbenennen will. Ziehe ich die mal da rein. Und hier gibt es verschiedene Optionen, zum Beispiel einfügen. Hier ist das Textfeld 1994-0801_. Hier kann ich die Position bestimmen, an welcher das eingefügt werden soll. Aber es soll ja bei mir am Anfang, also 1, eingefügt werden. Aber jetzt ist noch dieser Originaldateiname am Ende, genauso wie ich es haben wollte, übernehmen. Demo-Modus, maximal 10 Dateien Ordner bearbeiten. Okay, so ganz Freeware scheint es im Moment nicht mehr zu sein. Hat aber funktioniert. Ja, tut mir leid, jetzt kostet die Vollversion 30 Euro, das kann sich immer mal ändern. Ist aber verständlich, der Entwickler muss ja hier auch eine Website betreiben und Support und ja. Ich gebe zu, ich habe dieses Programm auch zuletzt vor 2 Jahren mal benutzt. Vielleicht gibt es inzwischen auch andere Alternativprogramme, die noch umsonst sind. Man könnte auch etwas ersetzen, zum Beispiel, wenn man sagt, 0801 war falsch, ich möchte das jetzt 0902 nennen. So, erfolgreich. Man kann auch nummerieren und all sowas. Und mit dem Tool hier kann man auch automatisch Metadaten in den Namen einfügen lassen. Zum Beispiel Datumsangaben, wie das Erstelldatum. Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute gibt es ja als Vorlage. Und hier kann man auch Trenner definieren. Ich mache jetzt mal einen Trenner nach Tag und nach Sekunde. Hier oben sehen wir, wie der neue Name aussehen wird. Das ist das Erstelldatum der Datei. Und da ich das abfotografiert habe, ist das jetzt nicht 1994, sondern das wirkliche Fotografierdatum mit der Digitalkamera. Es ist noch nicht mal das Fotografierdatum, sehe ich gerade, sondern das Datum, wo ich diese Dateien hier in den Testordner reinkopiert habe. Aber wurscht, geht auf jeden Fall. Hier ein neues Testobjekt. Das wurde definitiv am 7.12.2012 um 14.11 Uhr aufgenommen. Ein Foto von meinem alten Hund im Schlitten. Gab es anscheinend im Dezember Schnee. Einfügen machen wir Änderungsdatum. Ja, Änderungsdatum wäre jetzt hier. Das tatsächliche Aufnahmedatum. Fotodatenaufnahmedatum. Aufnahmedatum geht auch. Tada! Und übernehmen. Start war erfolgreich. Das hier ist jetzt definitiv das originale Datum zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme. So, das war's. Mit so einem Tools kann man sich auf jeden Fall eine Menge Zeit und Ärger sparen. Es gibt ja Leute, die machen sowas per Hand. Ich sitze auch nur schon 5 Jahre dran. My, how they fly, oh blue skies.
Und zum Schluss nochmal eine kleine Zusammenfassung auf Englisch, denn in jedem Filmchen wird auch an die Denglisch-Hasser gedacht. I believe that labeling files and hard drives correctly is probably the most important thing you can do with the data you possess. You gotta find it. I believe the file name is the most important thing you need to find the file, though. The four main things I always include when I label my files are the file date. I do this in reverse order. The file name, I use things like last name, first name. The subject name needs to be what's appropriate for you, though. Then I add the creator's initials in the third section of the name. Then lastly, in position number four, since there are multiple photographs or multiple video clips or audio clips, I use the number that the camera or the digital recorder assigned to the file. This system can be used for video files, documents, photos, music, any type of file. And we never add one drive. We always add at least two because I'm always duplicating my data. I always want to make sure I have a backup. Once you get the hang of using these methods, labeling your files and hard drives will become easier and your files will always be there for you when you need them. Darf ich doch einen kleinen Ausblick geben? Ich habe schon mal in anderen Videos erwähnt, aber die nächste Stufe ist natürlich so etwas wie eine Mediendatei-Inhaltsanalyse-Software. Ein Tool, mit der du zum Beispiel die ganzen Audiospuren deiner Videos durchsuchen kannst. Da gibst du dann entweder textbasiert ein, suchen wir mal alle Stellen, wo Hallo gesagt wird, oder du sprichst es selbst ein, Hallo, und sagst, suche an diesem Muster bitte andere Stellen, wo ich Hallo sage. Das gleiche geht natürlich auch mit Bilddateien-Inhalten. Entweder du gibst zum Beispiel ein Bild vor, wo ein Fahrrad zu sehen ist und sagst, suchen wir mal alle Bilder, wo sowas Ähnliches zu sehen ist, oder du gibst es textbasiert ein und die Software kann dann per Suchmaschine im Internet herausfinden, was damit gemeint ist. Auch schön in Miniaturansicht, dass man das schnell überblicken kann und sagen kann, oh, das habe ich gesucht, das wollte ich schon immer mal finden. Und die Krönung ist natürlich dann sowas wie Szenenerkennung. Funktioniert ja bei YouTube jetzt schon irgendwie mit diesem Content-ID-Management-System. Wenn du versuchst, Videos mit nackten Leuten hochzuladen, dann sagt er, nee, nee, hier. Wir haben festgestellt, ihr Video entspricht nicht den Community-Richtlinien und dann wird das sofort gelöscht, du kriegst einen Strike und dein Kanal wird gesperrt. Da hat sich ja offensichtlich auch jemand hingesetzt und dann irgendwas geschrieben, was nackte Menschen erkennt. Wenn man sowas hat, dann ist man schon ein ganzes Stück schneller dran hier mit seinen ganzen Daten, wenn man was sucht. Also, Medieninhaltsanalyse, das Zauberwort. Immer noch Kategorie müsste man mal machen, müsste man mal suchen, ob sowas irgendwie gibt schon. Falls da irgendjemand einen Tipp für mich hat, dann lasst es mich wissen. Ich bin da noch ganz unwissend, aber ich bin interessiert. Wenn man Zeit hätte, müsste man das mal machen, aber es spart einem dann auch Zeit. Hm? Also die Aufnahmen für dieses Video erstrecken sich wirklich über ein ganzes Jahr. Im März 2019 habe ich die ersten Bildschirmaufnahmen gemacht dafür. Und jetzt haben wir schon April 2020. Teil 3 kommt dann auch erst in einigen Jahren. Vielleicht. Mal sehen, mal gucken. Ich meine, das läuft ja nicht weg. Das ist alles gespeichert. Und ich bin sowieso gespannt, ob die ganzen Filmreferenzen hier in diesem Filmchen gestrikt werden. Ich habe schon versucht, das ein bisschen zu verfremden und alles, aber ob das reicht? Es sind ja wirklich nur Referenzen, nur kleine Ausschnitte. Ist ja nicht die Hauptsache in dem Filmchen. Das geht ja um was ganz anderes. Es soll ja nur ein bisschen die Stimmung heben. Also, ist ja echt langweilig. Bis hierhin hat bestimmt niemand geguckt. Sophia, spiel mal für die Schafe. Ich glaube, dem Schaf gefällt's.